Weiter geht's bei Super Mario 64. Und gleich zu Beginn, ihr seht's oben rechts im Eck, ich habe 24 Sterne. Im letzten Part waren das noch 22. Das liegt ganz einfach daran, weil mir ein Fehler beim Aufnehmen passiert ist. Ich hatte diese Folge schon einmal aufgenommen oder wollte anfangen, das aufzunehmen. Und die ist jetzt mir leider verloren gegangen und deswegen habe ich 2 Sterne mehr. Macht für euch aber an sich keinen Unterschied, weil ich die nicht gezeigten Sterne natürlich selbstverständlich noch mal einsammeln werde. Und deswegen, ja, doppelte Arbeit für mich, aber für euch mache ich das. Und deswegen geht es quasi jetzt, oder für euch fängt es jetzt quasi an mit Biberberg Bob Kurs 4. Ich habe die ersten 3 Kurse zu Stand jetzt so gut wie 100% gelöst, also die ersten 2 schon. Der dritte Kurs fehlt noch ein bisschen was. Das liegt ganz einfach daran, weil ich die Metallcappy noch nicht habe. Und deswegen konnte ich die noch nicht zu 100% lösen. Rutsche auf der Eisbahn. Der erste Stern hier direkt hier in den Kamin. Und dann landen wir auf der Eisbahn. Die kann man jetzt auf regulärem Weg machen. Das werde ich auch tun. Aber man kann die hier abkürzen, das will ich halt auch zeigen. Und weil ich die sowieso noch auf regulärem Weg lösen muss gegen den Pinguin, zeige ich euch zu Beginn gleich mal die Abkürzung. Und zwar, wenn ihr hier gleich runterspringt bei der ersten Gelegenheit, dann könnt ihr das so weit abkürzen. Also ihr landet dann einfach direkt hier unten und könnt somit, ja, was soll ich dazu noch sagen, die Strecke abkürzen. Hier noch aufpassen, dass ihr da nicht runterfliegt, weil es dann, ihr habt es gesehen, links und rechts runter geht. So gesehen kann man da auch noch failen, selbst wenn man die Abkürzung benutzt. Es gibt noch eine zweite, eine mehr oder weniger regulärere Abkürzung, die werde ich natürlich auch noch zeigen. Aber zuerst mal diesen Stern einsammeln, das wäre jetzt sozusagen die Nummer 23 gewesen. Die Nummer 24 folgt zugleich, das ist schon wieder eine Rutschpartie, diesmal allerdings gegen den Pinguin. Und ob wir den schlagen können, das werden wir jetzt gleich mal rausfinden. Gegen den dürfen wir allerdings keine Abkürzung benutzen, weil der das nämlich bemerkt und dann den Stern nicht rausrückt. Deswegen muss man da auf ganz reguläre Art und Weise das machen. Mal sehen, was der zu sagen hat. Hi, hi, hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Und ich sage, na klar, ist zwar noch niemandem gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen, aber du kannst es ja mal versuchen. Ja, bei dem muss man nur aufpassen, dass man sich von dem Fettsack nicht von der Rutschbahn abbringen lässt. Ansonsten ist es kein Problem. Jetzt ist er noch hinter uns, der wird aber demnächst gleich aufholen, nämlich hier ungefähr. Und hier auf der rechten Seite kann man auch reinschlittern, davon rate ich euch aber ab, zumindest solange ihr gegen den Pinguin fahrt, mehr oder weniger fahren, weil das auch als Abkürzung zählt und deswegen, und hoffentlich schaffen wir den noch, auf geht's. Und jetzt hier bitte nicht runterfliegen und dann ist alles Gucci, perfekt. Also wenn man jetzt hier die Abkürzung genommen hätte, dann hätte er gesagt, oh, du hast ja voll beschissen und so, und dann kriegt man den Stern nicht. Deswegen, da muss man quasi in den sauren Apfel beißen. Du hast mich geschlagen. Ja, natürlich. Eine Goldmedaille kann ich dir jetzt zwar nicht überreichen, aber nimm den Powerstern, du hast ihn verdient. Ach so, und das hatte ich noch gar nicht gemacht. Das ist jetzt die Nummer 25. Die Nummer 24, rette das Pinguin-Baby, habe ich schon gemacht. Das werde ich natürlich auch gleich noch zeigen. Da gibt es auch eine Abkürzung zu nehmen. Und die werde ich euch selbstverständlich zeigen. Den regulären Weg, wenn man außen rum um den Berg läuft, das werden wir, denke ich mal, eh noch dahin kommen. Wegen den 100 Münzen, denke ich mal. Oder auch wegen anderen Missionen. Also finde das Pinguin-Baby noch einmal für euch. Das, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt und das wollte ich jetzt nicht ansprechen, das Schild. Der Weihnachtsmann ist nicht der Einzige, der in Schornkleine... Oh Gott, mich gleich versprochen, in Schornsteine klettert. Hier ist das Pinguin-Baby. Es gibt 2 an der Zahl in diesem Kurs. Allerdings ist nur das eine das Richtige. Das andere gehört nicht zu der Mutter, die man ja nicht zwingend ansprechen muss, um den Kurs zu machen. Man kann jetzt mit dem Pinguin-Baby hier links lang gehen. Allerdings ist das, ja gut, das ist der reguläre Weg, der längere Weg, aber man kann hier auch einfach runterspringen und sich dann mehr oder weniger so auf heikle Art und Weise das machen. Ja, gut, heikel ist es nicht, wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht eigentlich. Ist nicht unbedingt heikel, weil
Normalerweise, wenn man jetzt hier angerutscht kommen würde, wenn man den normalen Weg nehmen würde, dann kann man hier unter, oder muss man dann unter diesen Schneemännern entlang laufen. Und da läuft man halt Gefahr, dass man immer wieder mal getroffen wird und dann das Baby wieder verliert. Deswegen, wenn ihr hier einfach runterrutscht, dann müsst ihr auch nicht mal die Sprungtaste drücken. Der Berg lässt einen nämlich... Oh, genial, oder? Der Berg lässt einen für gewöhnlich. Ihr habt es gesehen, das Baby ist sicher gelandet, nur wir sind draufgegangen. Jetzt müssen wir uns halt noch einmal richtig abliefern. Ich denke mal, die Abkürzung, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Man sollte eigentlich nicht halt an dem Abhang da hängen bleiben, an dem Berg, sondern eben ganz normal unten auf der Plattform landen. Das ist auch an sich kein Problem. Oh Gott, und der will unbedingt vor uns abhauen. An sich ist es auch kein Problem. Weil, ja, wenn man halt nur zum Schluss halt nicht unbedingt gegen den Berg knallt. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter noch rechts mich platzieren müssen. Soll ich es nochmal probieren? Komm, ich zeig's euch nochmal. Hoffentlich klappt's dieses Mal. Weil außenrum müssen wir eh nochmal gehen, wenn ich nämlich den beim Schneemann bauen. Das ist auch ein Kurs oder ein Stern, den man... Quatsch, es ist ein Stern in diesem Kurs, den man auch holen muss. Und da muss ich eh nochmal außen rum laufen, deswegen... Komm, ich zeige euch nochmal die Abkürzung und hoffentlich klappt's dieses Mal. Bloß nicht gegen den Berg knallen und dann ist alles gut. Wie gesagt, hier einfach runter. Und dann am besten auch hier gleich nicht runterfliegen. Ihr habt's gesehen, da läuft man nämlich auch Gefahr, weil man gerade so viel Schwung hat. Das ist doch... Mensch Mario, du hast mein Baby gefunden, wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Da haben wir uns doch schon als nützlich erwiesen, wenn wir Pinguin-Mama und Pinguin-Baby zusammenbringen konnten. Und wie gesagt, den Stern hatte ich auch schon mal eingesammelt. Jetzt nochmal für euch. Mit Abkürzung auch. Oder mit funktionierender Abkürzung. Ich habe ja schön erstmal einmal gefailt. Und ja, dann geht's jetzt nahtlos weiter im Kurs. Also jetzt kein Backtracking mehr. Das habe ich ja jetzt noch nicht eingesammelt. Weitere Sterne hier offscreen. Und weil da jetzt steht, finde die 8 roten Münzen, würde ich sagen, mache ich das direkt mit den 100 gelben. Und da bietet sich's, glaube ich, an, direkt nochmal auf die Eisbahn zu gehen. Ich hoffe, da mache ich jetzt nicht gleich wieder einen Fail oder so und flieg runter. Weil es nämlich... Warum zur Eisbahn? Weil es nämlich da so viele Münzen gibt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Und mit dem wollen wir jetzt nicht nochmal rutschen. Gott sei Dank kann man es jetzt auswählen. Wenn man einfach auch später geht, dann können wir nämlich alleine auch rutschen. Eine blaue Münze for the win. Und ansonsten gibt es hier aber einige gelbe Münzen. Wie gesagt, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, die man hier mitnehmen kann. Und deswegen bietet sich das auch ganz gut an, hier... ein paar mitzunehmen. Jetzt bin ich extra nicht in die reguläre Abkürzung gegangen, weil ich nämlich sonst halt einige Münzen verpassen würde, nämlich diese hier. Das sind einige. Oh, scheiße, jetzt habe ich ein paar trotzdem ausgelassen, weil ich nicht richtig gerutscht bin und fast hier wieder in den Abgrund geflogen. Bitte nicht. Oh Gott, und hier auch noch einen Großteil ausgelassen. Egal, 61 reichen auch erstmal aus. Die sind nämlich auch nicht so, so rar gesät hier in dem Kurs. Also so wie ich es zumindest in Erinnerung habe, die gibt es relativ viele Münzen in Biberberg. Boah Gott, Biberberg Bob. Durch die vielen Bs wird das Ganze schwierig zum Aussprechen. Zumindest wenn man es schnell macht. Hier auch sich nicht täuschen lassen von dem, wo es aussieht, dass es hier eigentlich nur ein Abgrund ist. Hier gibt es nämlich auch noch eine rote Münze. Und Gott sei Dank kann man hier mit dem Teleporter wieder ganz normal nach oben kommen. Hier aber aufpassen, da rutscht man, also da nicht in den Abgrund fliegen. Wenn man sich hier hinstellt, dann wird man wieder hoch an die Spitze des Bergs gebracht. Und dann nehme ich gleich mal die nächste rote Münze mit. Ich weiß gar nicht, soll ich erst da runterrutschen oder soll ich hier gleich nochmal runterspringen, weil da gibt es ja auch wieder eine rote Münze. Und mich dann vielleicht wieder... Oder komme ich da auch anders hin? Komm, ich mach's nochmal so. Ich spring mal hier runter, weil ja, weil es hier eben auch eine rote Münze gibt. Und ich glaube, da kommt man auch anders nicht hin, oder?
Weil von da, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, zu hoch. Da kommt man so nicht hin. Und hier, glaube ich, auch. Das heißt, ja, man muss, glaube ich, von da oben runterspringen. Mal gucken, ich glaube, in dem gelben Block sind nicht unbedingt extra Münzen noch für uns, sondern eher ein extra Leben. Ja, das dachte ich mir schon. Brauchen wir nicht unbedingt, vor allem, wenn es wieder mal vor uns abhaut. Aber diesmal habe ich es bekommen. Und dann werde ich gleich mal hier runterspringen. Da gibt es auch noch eine rote Münze. Die Nummer 6. Und hier gibt es noch ein paar Münzen. Wenn man die auch im Prinzip, wenn man jetzt von oben runter gerutscht wäre, hätte man die auch noch einsammeln können. Und ich glaube, das werde ich so oder so noch machen müssen. Weil nämlich da, ich denke mal, da müssen noch halt einige Münzen übrig, die ich noch einsammeln könnte oder sollte. Hier gibt es noch eine rote Münze, die auch nicht vergessen. Die sind da ein bisschen fies versteckt, vielleicht, wenn man es nicht kennt zumindest. Oh Gott, eine unsichtbare Wand. Hier muss ich, oder müsste ich eigentlich nicht, aber da drüben ist auch eine rote Münze. Ja, ich rutsche jetzt einfach mal hier runter und hoffe, dass mir nicht gleich wieder ein Fail passiert. Nehmt gleich nochmal die Abkürzung. Oh Gott, oh, ihr seht's, es ist nicht ganz ungefährlich, weil man hier einfach Gefahr läuft, nochmal runter zu fliegen. Und jetzt werde ich mich nochmal nach oben begeben und werde dann nach unten rutschen wieder, um dann noch ein paar Münzen mitzunehmen. Ich bin jetzt hier einfach nur runtergesprungen wegen der einzelnen roten Münze da. Mal gucken, ob es da oben noch welche gibt, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Bloß nicht in die Rutsche reinfallen. Ja gut, ja doch, die einzelne nehme ich ja auch noch mit. Okay, ich lasse die Münze einfach Münze sein, bevor ich jetzt da noch reinfliege und dann nochmal zusätzlich die Rutschparty machen muss. Und nachher fliege ich nur runter. Übrigens, auf diesen grauen Flächen hier rutscht man nicht. Ihr seht es, wenn ich jetzt hier laufe. Ja klar, so ein bisschen halt, wenn man aufhört zu rennen, dann bremst Mario ja so ein bisschen und rutscht quasi, ja, etwas. Aber nicht so wie auf dem Eis. Also das als kleine Randinformation, auf diesen kleinen grauen Flecken rutschen wir nicht. Und die werde ich jetzt noch ja, hier noch schön einsammeln. Klar, jetzt habe ich unvorteilhaft mich hier nach vorn bewegt. So ein bisschen schlenkerhaft und bin dann so ein bisschen getrudelt, ihr habt es gesehen. Und das war eigentlich nicht geplant. Da hinten gibt es nämlich auch noch einen blauen Münzenschalter. Den will ich eigentlich auch noch haben. Wenn da auch nur zwei Stück rauskommen. Ja, das... Oder gab es da überhaupt da hinten noch Münzen? Ja, ich will halt diesen... Ich will den blauen Münzenschalter halt, ja. Ja, dann muss ich mich vielleicht nochmal nach oben begeben. Oder reicht es vielleicht schon? Moment mal. Wenn ich jetzt den noch besiege, der gibt auch wieder drei Münzen. Übrigens, die auch auf jeden Fall mit der Stampfattacke besiegen. Wenn man nämlich normal auf die drauf hüpft, dann macht man so eine Spirale und fliegt nach oben, ja. Also... An sich jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber mit der Stampfattacke bleibt man eben ganz normal auf dem Boden. Deswegen, ihr werdet es sowieso noch sehen bei diesen Gegnern. Ich denke, dem einen oder anderen werden die eh bekannt sein auch. Und, oh Gott, ihr seht es, wenn man da nicht die Abkürzung nimmt, dann läuft man halt, ja, dann sind diese, können nervig sein. Und ich glaube, wo ist die letzte rote Münze? Wie viele haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Also das müsste dann schon die letzte sein, gell? Scheiße. Weil, aber ich komme da hinten, ihr seht's, dieser graue Block, da ist der blaue Münzenschalter. Übrigens mit einem Weitsprung hier, wenn man die rote Münze einsammelt, kommt man direkt hier von der einen Brücke zur anderen. Also da keine Angst, da könnt ihr einfach drüber hüpfen. Und die letzten Münzen, damit gehört der 100 Münzenstern uns. Es ging Gott sei Dank etwas nicht so schleppend wie in Piratenbucht Panik. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich mal. Wenn ich es natürlich auch hinbekommen habe. Und dann kann ich auch den roten Münzenstern einsammeln. Perfekt. 27 Sterne auf unserer Seite. Damit, was fehlt denn jetzt noch? Ja, wir müssen jetzt noch den Schneemann bauen. Und dann noch die komische Mission Denke an den Wandsprung, wo man sich, wo wirklich die Beschreibung... Null passt, oder klar, null passen ist auch wieder zu wenig gesagt, weil man muss schon einen Wandsprung machen, aber woher soll man wissen, wo man den ausführen soll? Weil man kann ja gefühlt, oder das heißt gefühlt, man kann ja an jeder Wand einen Wandsprung machen. Und deswegen, ja, bisschen irreführend, das ist aber teilweise sowieso so in diesem Spiel, dass man sich allein von der
Missionsbeschreibung nicht viel denken kann und den einfach mal ansprechen, den guten Kollege, und das macht man sogar von alleine, wenn man nah genug dran steht. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Okay, dann los. Na, jetzt habe ich ganz vergessen, das unten vorzulesen. Wir müssen dem den Weg zeigen. Das heißt, meines Wissens, wenn man jetzt hier einfach runterspringt oder so, dann findet er den Weg nicht. Also wir müssen quasi vorrutschen und hier auf den Schneemann zulaufen. Wenn man jetzt vorbei am Schneemann rennt, dann wird der Schneeball, der jetzt von oben kommt, dementsprechend auch vorbeifliegen. Und deswegen hier einfach direkt auf den zulaufen. Und dann kann der kleinere Schneeball von oben auch seinen Weg nicht verfehlen. Und jetzt muss ich den nur noch irgendwie ansprechen. Moment. Oder geht es nicht von alleine? Warte mal. Alter, wenn ich hier nicht so rutschen würde, ne? Hallo. Hallo. Auf geht's. Jetzt. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Danke, Mann. Damit der vorletzte Stern in diesem Kurs auch in unserem Besitz. Oh Gott, jetzt bin ich... Das hat gerade so ausgesehen, wie wenn der da hinten erscheinen würde. Das war so eine optische Täuschung gerade für mich. Nummer 28. Und den letzten Stern kann man auch krass abkürzen. Das werde ich mal kurz demonstrieren. Hoffentlich fail ich nicht gleich wieder. Man müsste nämlich eigentlich... Ja komm, ich zeig das mal, wie das eigentlich gemacht werden soll. Wie gesagt, wir haben ja hier ein Let's Play am Start, deswegen zeige ich euch beide Varianten. Normalerweise müsste man jetzt... Komm, wir springen nochmal hier runter. Hoffentlich, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, hoffentlich fail ich nicht gleich wieder. Aber wenn es klappt, dann ist es einfach die schnellere Variante. Hier noch runter. Und man muss jetzt eigentlich... Das ist eigentlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer von euch auf die Art und Weise machen will. Oh nein. Richtig scheiße. Man muss, wenn man von unten, von der Plattform, wo ich jetzt eigentlich gerade versucht habe hinzukommen, da gibt es so einen kleinen Aufzug. Komm, ich nehme jetzt einfach mal die Rutschbahn. Da sind wir einfach auf der sicheren Seite. Dass ich da nicht nochmal unnötig fail. Einfach hier nochmal runterrutschen. Und dann, oder obwohl, da müsste ich ja eh... Gibt's die überhaupt jetzt? Also ich meine damit diese Seilbahn, wo ein nach unten fährt. Oder ich mache das halt über die Schneemänner. Aber da lande ich ja nur hinten, gell, auf der Plattform. Warte, jetzt will ich mich mal kurz vergewissern. Aber die müsste ja unten sein. Ja, die Seilbahn ist nicht oben, sondern unten. Ich werde es mal jetzt nicht zeigen, weil das ist wirklich die Art und Weise, wie das Spiel will, dass man diesen Stern einsammelt, ist wirklich asozial, weil... Komm, Kamera. Ihr seht jetzt da unten die rosa Bombe stehen, auf dieser winzigen Plattform. Und normalerweise muss man unten von der... Ja, die Startplatte ist es ja nicht, aber von der unteren Platte, wo die Pinguinmama steht, muss man... Weil da ist so ein kleiner Holzaufzug und von unten kann man da hinspringen und der fährt hoch und runter, nachdem man den ausgelöst hat. Ich werde es jetzt nicht zeigen, also ich zeige es euch auf diese Art und Weise und ich gehe jetzt nicht extra runter, weil das so, ja, so verkompliziert ist. Und da muss man eigentlich hochfahren, zur rosa Bombe springen. Die öffnet einem die Kanone und mit der Kanone kann man sich dann so unter uns quasi durchschießen und somit den Stern erreichen. Hier gibt es auch nochmal eine Kanone, aber es geht auch viel einfacher und jetzt werde ich euch gleich auch zeigen, wie ich das vorher mit diesem Gegner gemeint habe. Wenn er uns nämlich entdeckt, dann visiert er uns erstmal schön an. Und diesmal mache ich jetzt keine Stampfattacke, sondern spring einfach ganz normal auf den drauf und dann können wir hier einfach ganz ohne Probleme an unser Ziel gleiten, wenn ich es schaffe, komm. Jawohl, da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht an die Wand stoßt, weil dann prallt ihr ab und dann schafft's, weil ihr sinkt ja immer weiter nach unten und dann schafft ihr es möglicherweise nicht mehr rechtzeitig, bevor ihr halt nach unten sinkt und schwebt dann wahrscheinlich an der Plattform vorbei. Da hatte ich gerade Schiss, dass mir das auch passiert. Und normalerweise schießt ein, ich werde es mal kurz zeigen hier, die noch kurz besiegen. Normalerweise schießt einen die Kanone, die man bei der rosa Bombe freischalten soll, genau an diesem Punkt hier.
Equipment. Hier ist auch nochmal eine Kanone. Also, oh Gott, da muss man aufpassen, dass es nicht nur in den Abgrund rutscht. Also da, ihr seht's, da fängt die Seilbahn an und von unten kann man die ansteuern und dann halt, wie gesagt, zur rosa Bombe springen, die Kanone öffnen und von der Plattform, wo ihr den Baum seht, sich genau hier hinschießen. Und das ist aber affig schwierig. Ich hab's natürlich jetzt auch, klar, hat mich jetzt auch einige Zeit gekostet, das so ungefähr zu zeigen. Aber ich wollte es einfach zeigen, das ist der reguläre Weg, ist aber asozial schwer oder verkompliziert. Wenn man es auch einfach so geht, also einfach einen von diesen Gegnern auswählen und dann sich hier hingleiten lassen. Es geht auch noch einfacher, das werde ich euch noch kurz zeigen zum Abschluss des Parts. Aber erstmal muss ich den Stern einsammeln. Einfach hier einen Seitwärtssprung machen und per Wandsprung dann einfach hier noch hoch. Und per Weitsprung sollte man dann, ja, ich habe es nicht geschafft auf Anhieb. Per Weitsprung dann sollte man aber an den Stern rankommen. Und die haben extra da unten so ein rotes Herz eingebaut, dass falls man des Öfteren mal runterfliegt und sich die Knochen bricht, dass man sich da wieder aufheilen kann. Also klar, man kann jetzt auch hier auf dieser kleinen, auf diesem schmalen Grat da sich langsam an den Stern hin bewegen, aber per Weitsprung ist es auch ganz einfach möglich. Und das müsste der letzte Stern in diesem Kurs gewesen sein. Damit ist dann auch Bilboberg Bob abgeschlossen, aber ich will euch noch kurz die letzte Abkürzung zeigen, oder die letzte, die zumindest mir bekannt ist. Weil man den ganz, also diesen letzten, denke an den Wandsprung, kann man ganz krass abkürzen. Und zwar, wenn man, oh Gott, das habe ich falsch ausgewählt, aber ist egal. Den, wo ich jetzt gerade eingesammelt habe, ja, wenn man jetzt hier runterspringt, einfach, dann, habt ihr gesehen? Einfach runterspringen und per Sprungkick sich auf diese, so ein bisschen so nach hinten befördern, so habe ich das gemeint. Und dann landet man ganz einfach auf dieser Plattform, ohne Kanone. Da muss man nicht mal in so nach unten rutschen, um dann an einen von diesen komischen Gegnern zu kommen mit den Blümchen da auf dem Kopf. Und sich da nach unten gleiten lassen. Wie gesagt, das ist auch eine Abkürzung und ist auch möglich. Aber man kann auch wirklich einfach von ganz von Anfang von der Startplatte einfach runterspringen und mit dem Sprungkick sich dann auf diese Plattform befördern und ja, vorbeispringen, so wie ich gerade. Und dann halt dann hier den Stern einsammeln. Ich müsste ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt nochmal einsammeln. Ich könnte es auch einfach Kurs verlassen machen. Aber komm, ich sammle nochmal einen. Wenn ich jetzt nochmal runter... Wenn ich jetzt nochmal runtergefallen wäre, dann hätte ich einfach Kurs verlassen gemacht. Aber wie gesagt, so kann man das auch lösen. Und jetzt habe ich meinerseits eigentlich, denke ich oder hoffe ich, alle Abkürzungen gezeigt, die mir bekannt sind und auch die regulären Wege. Die Rutschpartie sind wir bis zu Ende gerutscht, plus die Abkürzung und auch, denke an den Wandsprung, haben wir den regulären Weg ja zumindest gezeigt. Das mit der Kanone, wer das machen will, viel Spaß. Ich würde es nicht machen, weil das einfach nur, ja, es ist asozial, man muss es nicht machen, wenn man die Abkürzung benutzen kann. Und ja, 23 Minuten, ich würde sagen, das reicht mal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir eine Bewertung da. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, also macht's bis dahin gut und ciao.